Gut, wir wollen uns jetzt beschäftigen mit der Frage, wann hole ich denn aus im Tennis? Wenn ich die Leute frage, wann sollst du ausholen? Ja, mein Trainer sagt, wenn der übers Netz kommt oder so früh wie es geht oder wie auch immer. Die Antwort, so früh wie es geht, ist immer eine gute Antwort. So früh ich erkenne, wo der Ball hingehen wird, hole ich aus. Und je früher ich das mache, wie es der Martin eben auch gemacht hat, umso mehr Zeit habe ich. Und dann ist eben wichtig, festzuhalten, dass ich in meiner Bewegung einen Stopp machen darf und eine Verzögerung haben darf. Wir haben festgelegt, dass in diesem Punkt hier oben, das ist unser wichtiger Punkt, da kann ich auch noch einen Stopp machen. Ab diesem Punkt sollte allerdings der Schläger in einer Bewegung nach hinten unten kommen, damit die Schlägerspitze unterhalb des späteren Balltreffpunkts ist, um den Ball dann aufwärts zu schlagen mit leichtem Vorwärtsdrall. So, ausholen, so früh wie es geht, gebe ich euch eine methodische Hilfe dafür. Die Hilfe nennt sich Verhalten wie der Ball. Was passiert? Ich spiele den Ball an, der Ball kommt in diese Richtung auf euch zu, in die Kamera. Was macht mein Körper und mein Schläger? Er verhält sich wie der Ball und geht auch in die Richtung. So wie ich erkenne, der Ball kommt hierhin, dreht sich mein Oberkörper und der Schläger nach hinten. Ihr werdet sehen, wenn ihr das probiert, wie früh ihr auf einmal in der Position seid. Und für viele, für die das ungewohnt ist, die verlassen dann ihre Position hier hinten, rennen dem Ball entgegen, weil sie es gar nicht gewohnt sind, Zeit zu haben. Aber Zeit zu haben im Tennis ist ein sicherer Garant für bessere Schläge. Ich muss mir die Zeit erarbeiten. Und je früher ich in dieser Position bin, umso besser und qualitativ hochwertiger wird meine Schlagausführung werden. Wir werden das mal kurz vormachen, Verhalten wie der Ball. Das betrifft im Übrigen nicht nur die Linie nach hinten, sondern was passiert mit dem Ball? Der dotzt ja nach unten, das heißt, mein Oberkörper wird auch abgesenkt. Und das hat man dann ganz am Anfang, drehen und tief gehen. Okay, ich spiele die Bälle zu. Du möchtest mehr über moderne Tennistechnik erfahren? Dann hol dir das komplette Video jetzt auf tennistraining-online.com. Also Verhalten wie der Ball kommt, ganz frühe Position, der Ball kommt, ganz frühe Position. Ja, er verhält sich wie der Ball, so wie er sieht, wo mein Ball hinkommt, ist die Position, jetzt macht er es aus einer seitlichen Stellung, das war wieder mehr eine offene Schlagstellung. Dann ist es eine ruhige Schlagausführung. Wenn ich länger warte, dann wird das Ganze hektischer. Um es ruhig zu machen, frühes Drehen, frühes Ausholen, Verhalten wie der Ball, Hop-Hit dazu nehmen, dann habt ihr zwei große Werkzeuge für den Rhythmus von eurem Schwung.